So, habe ich jetzt eigentlich zufällig sowas wie Geiselnahmen freigeschaltet? Nee, habe ich nicht. Gut. Schwein gehabt. Du musst das nicht, allzu oft machen. Oh, ihr habt aufgeräumt. Sehr brav. Und du bist... Tic-Tac klingt nach Stress. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Verschwunden sind? Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen es probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. Ja. Du bist gut. East Harlem. Woher soll ich wissen, wo East Harlem ist? Midtown, Hell's Kitchen, Upper West Side, Central Park, Harlem. So, und Osten ist wahrscheinlich hier so, also da so hin. Spider-Man, ich habe mit Carlos geredet. Er fühlte sich bis zum Barbecue gut. Was es auch immer war, es überfiel ihn nach der Halloween-Party. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Ich glaube, die Gleise sind in East Harlem. Ja, ich bin auf dem Weg dahin, glaube ich. Ich meine, es sollte mich wundern, wenn es im Süden in East Harlem gibt. Weil im Prinzip Harlem ist nicht an der Spitze. Quasi hier am Ende, anderen Ende des Wassers, da wo es gar keins sein dürfte. Ich schätze mal, da die Entwickler keinen Bock darauf hatten, Schilder einzubauen von wegen, nein, hier geht's nicht weiter, flutet man lieber halb New York. Naja, auch nicht schlecht. Ist es halt eine Insel. Beziehungsweise halb Manhattan wurde... Egal. Ich würde gerne mal wieder in Queens rumschwingen. Das war damals in Ultimate Spider-Man ganz lustig. Lees Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Ja, er hat mehr Informationen als du im Moment, aber ansonsten... Wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Das übrigens gerade in der Hoffnung, dass ich schneller werde, wenn ich sowas hier mache. Oh, guck mal, eine Bahn. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich die verfolgen kann, bin ich am Aufnahmeort des Fotos. Okay, Backsteingebäude zur rechten oder linken, je nachdem. Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. Okay, hier ist die Station. Oh, sieht ganz gut aus. Ich bin direkt ans Ziel gefahren. Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Verdammt. Hallo? Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Hilfe! Da sind sie. Beenden wir das. Hilfe! Aber sie rennen von mir weg. Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. So, noch jemand da? Ah, ja, da, eine ganze Menge. Sehr schön.
Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Okay. Hallo. Du bist ein Monster, wie alle anderen. Die Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Dann nicht. Ich glaube, das war's. Alles klar? Ich habe meinen Latte getrunken. Und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Weil ich's kann! Gut, dann kann ich meine East Harlem-Markierung wieder rausnehmen. Und mich auf den letzten blauen Popel da konzentrieren. Genau. Ja, ich könnte schnell Reise dahin machen. Nein, werde ich nicht tun. Weil warum? Ich könnte mal wieder ein bisschen Public Service machen und mich da unten in der Menge stellen und ein paar Selfies und so mit denen machen. Ja, sehr schön. Fokusleiste wieder voll. Yay! Yeah. In der Nähe vom Zielort, weil jetzt hier mittendrin hielt ich irgendwie für... Nein. Okay. Sogar die Tunnelmenschen in den Kanälen wissen von der Verfolgungsjagd zwischen der Polizei, Spider-Man und den Dämonen. Erneut macht Spider-Man eine schlimme Situation unendlich schlimmer. Und dieser hochintelligente Anrufer ist meiner Meinung. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ja, Mr. Jameson. Ich wollte zur Arbeit und wurde fast überfahren. Ich verstehe, dass Spider-Man das Entführungsopfer gerettet hat. Und das freut mich. Aber ich hätte tot sein können. Nicht nur Sie. Das ist das Problem. Die Polizisten können sich absprechen, Straßen abriegeln, Nagelsperren auslegen, weil sie ein Team sind. Spider-Man ist eine Ein-Mann-Show, der es nur um eins geht. Spider-Man! Und sie hätten dafür fast bezahlen müssen. Mit ihrem Leben! Ach, warum hören wir uns eigentlich diesen Kanal an? Ich weiß auch gar nicht mehr. Aber liegt es nur an mir, dass das Klima in letzter Zeit etwas schlechter geworden? Also fällt mir ein, ich wollte mal in den Social Feed gucken. Was haben wir denn da? Oh, Anzug. Oh. Der... Spider-Armor Mark IV. Das habe ich damals geflucht, als der in die Comics kam. Spider-Man leuchtet nicht im Dunkeln, habe ich gesagt. Ja, was mache ich jetzt? Ich renne mit leuchtendem Anzug durch die Gegend. Ferromagnetischer Harnisch reduziert die Dauer von unter Strom. Okay. Nein, noch immer nicht. Fähigkeiten, Fertigkeiten. Achso, ich habe wieder einen Punkt. Genau. Yay, perfekter Treffer. So, Sammlung, Mission, Benchmarks, Figuren, Move-Liste, DLC. Brauche ich gerade nicht so wirklich. Jetzt verfügbar. In Kürze, Silver Lining. Okay, irgendwas mit Silver Sable, keine Ahnung. Und offensichtlich. Muss ich mir mal bei Gelegenheit holen, nachdem die Hauptstory rum ist. So, Social Feed. Lol, meine Kinder haben gerade First and Last Day gesehen und gespielt jetzt, und spielen jetzt den Film nach. Mit Hechtrolle und Fingerpistolen. Okay, klar. First and Last Day, muss man den kennen? Riesenschlägerei.
Oh. Was, wenn Sable, Spy und Osborn unter einer Decke stecken? Spy-Verschwörung. Na, eine Geisel. Sniper auf Wahlkampfhelfer. Ich bin von einem kaputten U-Bahn-Waggon eingeparkt. Ein ganz normaler Tag in New York City. Oh, hier wieder so ein Moralapostel. 15,3 Millionen Fans. Krass. Sable wollte nur die Dämonen aufhalten, aber haben die mal was von Kollateralschaden gehört? Okay, immer noch Bombenanschlag. Ich hätte gehofft, dass unser kleiner Ausflug mit dem Auto etwas mehr Aufruhr erzeugt, aber na, was heißt gehofft? Ich hab's erwartet. Passiert ist es irgendwie nicht. An die Kreuzspinne mimen. Hallo. Hey, mach mal was. Spinnenkrise, ich muss durch. Da drin wird angeblich radioaktives Material gelagert. Danke für die Information. Neues Profilbild. Hey, mach mal was. Ich mach gleich was, und zwar ein Foto. Oh, mach das mit der Hand. Hey, siehst du das, Spidey? Hast du Angst? Oh, tolles Foto! So. Dann markiere ich mal das da. Besser. Auf dem Dach? Na, okay, wenn du meinst. Hey, Spider-Man! Ja? Kenn ich. Und es dunkelt. Mal wieder. Jameson hat recht. Du ziehst deine Riesenshow ab, aber am Ende dürfen andere deinen Mist wegräumen. Wie kommen Sie jetzt darauf, Officer? Fisk wird davonkommen. Wohl eher nicht. Wir haben Jahrzehnte Beweise gegen den Dicken. Nicht mehr. Das Fahrzeug mit den Beweisen wurde überfallen. Diese Festplatten werden wir wohl nie mehr wiedersehen. So einfach kommt mir Willy nicht davon. Ich hol die Platten zurück. Dann sind wir nicht mittlerweile auch okay. Wieder... Nachdenken. Die Beweise haben RFID-Identifikationsmarkierungen. Wenn ich die verfolge, sollte ich die Festplatten finden. Ich muss mich beeilen. Ja, wie gesagt, sind wir nicht mittlerweile auch der Meinung gewesen, dass das alles mit Fisk irgendwie einfacher war? Ich spotte immer über Jameson, aber seine ständigen Lästereien erreichen die Leute tatsächlich. Ich meine, Fisks Leute klauen die Festplatten und das ist dann meine Schuld? Aber jetzt ist vor allem wichtig, dass Fisk nicht damit davonkommt. Halt. Oder auch nicht. Okay. Was fahren die? Soll ruhig kommen. Gerade noch. Offenbar sind die Festplatten noch alle intakt. So, dann vermasseln wir Willy mal die Party. Ja, Schritt 1, Scharfschütze. Warum schrotten wir die Festplatten nicht einfach? Das müssen auch die richtigen sein. Die ITler sind gleich da. Die Augen auf.
tun, wenn wir die über... Das war's. Werd langsam zu alt für den Job. Netze! Achtung vor der Spinne! Ach, scheiß drauf. Du bist nicht sehr wachsam. Aufgepasst! Ich seh ihn! Wer ist da? Hey, wer ist da? Ein Spider-Man im Visier! Da hat sich was bewegt. Ich seh ihn! Los, Jungs! Gefällt dir das, Spider-Man? Mach dich! Das war's? Andere Leute verteidigen ihren... Sie sind nicht beschädigt. Perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch zum Revier Hell's Kitchen bringen. Wieso habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache? Das kann doch nie und nimmer alles gewesen sein. Würde gern Willys Gesicht sehen, wenn er von dem hier hört. Da kommt ihm sein Gefängnis-Bordeaux hoch. Wie gehen das davon aus, dass er Bordeaux im Gefängnis kriegt, ja? Oder ist das irgendein Jargon, den ich gerade noch nicht kenne? Das ist bei dir, für was du mich hast? Ich habe keine Ahnung. Also, unfreiwillig. Hä? Da, deins. Fizz geht nirgendwo hin. Ich hab die Festplatten. Moment mal. Du wusstest zufällig, wo du sie finden würdest? Vielleicht arbeitest du ja tatsächlich für den Kingpin. Wow, echt jetzt? Ich klaue sie und bringe sie dann zurück? Meint ihr Jungs echt, ich habe nichts Besseres zu tun? Oh-oh. Raketen! In Deckung! Hey, ist das nicht ein wenig übertrieben? Lasst euch nicht erwischen! Die werfen uns entgegen, was sie haben! Okay. Oh, hab ich dich erschreckt? Tut alles wegen der Festplatten? Habt ihr noch nie was von der Cloud gehört? Ich seh ihn! Wo kriegt er das Zeug? Und erst an mir vorbei, wenn sie euch wollen! Verdammt, wo bleibt die Verstärkung? Der hält er nicht mehr durch. Stimmt das! Eine Gangsterfahrgemeinschaft? Immerhin ist Fizz umweltfreundlich! Teilweise wünscht ihr, ihr würdet wieder mit Raketen nach mir werfen. Das ist mal lustig. Kann ich zurückwerfen. Mist. Fizz' Leute haben es wohl nach oben geschafft. Na. Wo sind die Festplatten? Fahr zur Hölle! Falsche Antwort! Du bist erledigt! Ach, jetzt lass sie nicht an die Platten! Schocktaktik! Ich bring dir Respekt bei! Ein Angriff von Treffer!
Haha! Der Boss! Bereich gesichert! Puh! Noch was? Spider-Man, tut mir leid. Habt ihr Unrecht getan. Jameson soll zur Hölle fahren. Danke vielmals, Officer. Eins noch. Kommst du wirklich aus einer anderen Welt? Ja, sie heißt Queens. Bis dann. Weil ich's kann. Er ist mit dem Typen umgehauen. Ups. Jetzt hat er wahrscheinlich seine Meinung wieder geändert. Kollateralschaden. Frau Sable, die weiß, was das ist. Oder auch nicht.